zusammen. Heute wird es um ein etwas anderes Thema gehen als normalerweise. Und zwar habe ich heute ein Video für euch rund um das Thema Ernährung. Und es wurde häufiger mal angefragt in letzter Zeit, ob ich nicht mal was zu dem Thema drehen könnte. Also dachte ich mir, wieso nicht? Und ich mache das jetzt mal in Form von, ja, so meinem Ernährungsmotto mehr oder weniger. Also ich habe so ein paar Stichpunkte zusammengefasst und das sind so praktisch die Regeln, an die ich mich immer versuche zu halten. Es klappt zwar nicht immer, aber ich versuche es immerhin. Und die meiste Zeit klappt es dann eben schon. Und was ich sehr, sehr einfach finde umzusetzen, ist selbst zu kochen. Das ist der erste Tipp, den ich euch geben kann. Ich versuche wirklich so häufig es geht, selbst zu kochen. Und ich meine jetzt nicht so super aufwendige Gerichte, weil dafür sowieso keiner Zeit hat. Und das kann man einfach nicht jeden Tag machen. Aber von mir aus nur eine selbstgemachte Tomatensoße mit Nudeln oder sowas. Ich finde, dadurch, dass man selbst kocht, bekommt man ein ganz anderes Verhältnis zum Essen, eine andere Beziehung zum Essen. Vielleicht klingt das ein bisschen komisch, aber ich habe es zumindest bei mir beobachtet. Man lernt das Essen irgendwie mehr zu schätzen und man weiß schließlich dann auch, was drin ist in dem, was man isst. Und automatisch, denke ich, isst man dann auch gesünder, weil eben das, was man selbst gekocht hat, meist gesünder ist als irgendwelche Fertiggerichte. Und ich finde nicht, dass man unbedingt jeden Tag super, super gesund kochen muss. Also ich esse nicht jeden Tag Gemüse mit Reis oder so, sondern einfach das, worauf ich wirklich Lust habe, das, was mir schmeckt, ganz normale Gerichte, nichts Fettreduziertes oder sowas, einfach nur wirklich normales Mittagessen. Ich mag sehr gerne italienische und asiatische Küche, also zumindest dieses deutsch-asiatische. Und das sind so wirklich die Sachen, die mir schmecken und die ich auch sehr gerne verkoche. Und ich habe ziemlich früh angefangen, selbst zu kochen, als ich 14 Jahre alt war, weil meine Mutter damals ausgezogen ist und dann musste ich halt selbst für mich kochen. Und ich habe dadurch gelernt, dass Kochen für mich echt ein riesen Hobby ist und es macht riesengroßen Spaß. Und ich meine, selbst wenn ihr vielleicht jetzt 14 Jahre alt seid oder jünger oder ein bisschen älter bei euren Eltern halt wohnt und eure Eltern eigentlich kochen, dann könnt ihr euch trotzdem mal am Wochenende zu euren Eltern stellen und da ein bisschen was mitkochen und ein bisschen mithelfen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Art, mit dem Essen umzugehen und überhaupt zusammen zu essen, finde ich einfach klasse. Und ich finde, es ist einfach Teil einer gesunden Ernährung. Bei Tipp Nummer 2 geht es so ein bisschen um die Zwischenmahlzeiten und so Snacks zwischen den Hauptmahlzeiten. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der jetzt mittags ganz besonders viel isst und dann bis abends oder sowas durchhält, sondern ich liebe diese Snacks zwischen den Hauptmahlzeiten. Nur ich glaube, dass die nicht unbedingt immer gut sind, weil man dann häufig zu irgendwelchen Fertigprodukten greift oder zu prozessierten Sachen, so wie Chips und Schokolade und so. Und ich versuche dafür wirklich gute Alternativen zu finden, die ein bisschen gesünder sind. Also wenn ihr wollt und wenn euch überhaupt das ganze Thema interessiert, dann werde ich in dem nächsten Video zu dem Thema mal ein Video mit solchen Snack-Vorschlägen drehen und dann zeige ich euch so ein paar kleine Gerichte, die eben ganz schnell zu machen sind und die lecker schmecken, die relativ kalorienarm sind, die gesund vor allem sind und die mich so praktisch zwischen dem Mittagessen und dem Abendessen durchhalten lassen. Meine dritte Regel und so der dritte Tipp, den ich euch geben kann, ist, versucht auf Light-Produkte komplett zu verzichten. Ich schaffe das nicht immer ganz. Also ich bin immer noch der Typ, der ab und zu gerne ein Glas Cola Light trinkt oder Eistee Light. Ich liebe Eistee Light. Aber es ist eigentlich eine Verarsche für den Körper und es ist echt nicht gesund und echt nicht gut. Ich war auch früher diejenige, die immer fettarme Milch gekauft hat und eigentlich alles, wo 0,1% drauf stand. Das mache ich heute überhaupt nicht mehr, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass mir diese fettreduzierten oder zuckerreduzierten Produkte einfach nicht den Spaß am Essen bringen und die Befriedigung am Essen bringen, die ich brauche. Und ich glaube, wenn man sich einfach die richtigen Sachen verbietet, dann will man sie nur noch mehr. Und es ist eigentlich so immer echt eine Sache von einem gesunden Maß. Man kann ganz normale Produkte essen, man darf halt nur nicht zu viel davon essen. Und noch eine kleine Sache, die ich ganz interessant fand, die ich im Bio-Unterricht in der 10. Klasse gelernt habe und bis heute behalten habe, niemals vergessen werde. Süßstoffe verarschen wirklich den Körper. Also angenommen, ihr esst so einen fettreduzierten Joghurt, wenn ihr fettreduzierte Produkte isst, dann ist es ganz häufig so, dass dann mehr Zucker drin ist oder mehr Süßstoffe drin sind. Und Süßstoffe sind an sich schon mal nicht gut für den Körper, sie sind halt ungesund und prozessiert. Aber was wirklich das Schlimme ist, was sie machen, ist, dass sie am Ende den Effekt haben, dass wir richtigen Zucker haben wollen. Also nicht den Süßstoff, sondern den echten Zucker, also Produkte, in denen richtiger Zucker vorhanden ist, wie eben so Schokolade und so. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir essen jetzt was Süßes, was diesen Süßstoff enthält. Und das kommt auf unsere Zunge und wir merken halt, wir kriegen was Süßes. Und
Es wird ein Signal ans Gehirn gesendet, dass wir eben was Süßes bekommen. Und das Gehirn denkt natürlich, wir bekommen Zucker, weil es Süßstoff nicht kennt, weil Süßstoff halt etwas Unnatürliches ist. Und unser Gehirn kennt praktisch nur den Zucker. Und immer dann, wenn wir Zucker zu uns nehmen, produziert unsere Schilddrüse, ich weiß gar nicht was, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall wird Insulin produziert. Und Insulin kennen wahrscheinlich alle von euch, ist dafür verantwortlich, die Energie, also den Zucker, in die Organe zu bringen, in denen wir es eben brauchen. Also überall hin praktisch in den Körper transportiert Insulin den Zucker. Und jetzt ist dieses Insulin da und der Joghurt ist im Bauch angekommen und das Insulin merkt, oh, es ist gar kein Zucker da. Das, was eigentlich süß war, war Süßstoff. Und deswegen kann das Insulin jetzt nichts machen und das Gehirn verlangt, damit das Insulin jetzt irgendwas machen kann, diesen Zucker, den echten Zucker, damit das Insulin irgendwie wirken kann. Also ich fand das damals sehr aufschlussreich und ich bin gerade sehr stolz auf mich, dass ich es noch auf die Reihe bekommen habe. Also kleiner nerdiger Bio-Moment. Ich bin überhaupt kein naturwissenschaftlich begabter Mensch, aber das fand ich damals ganz interessant und wollte es euch eben mal schnell erzählen. Tipp Nummer 4 ist, versucht ein gesundes Mittelmaß zu finden. Also versucht nicht zu sehr über den Hunger hinaus zu essen. Und wenn ihr aber mal an einem Tag ein bisschen mehr gegessen habt, dann versucht am nächsten Tag ein bisschen weniger zu essen. Praktisch wie bei einem Konto. Wenn ihr an einem Tag viel ausgegeben habt, dann spart am nächsten Tag. Was ich aber nicht machen könnte und was ich euch auch nicht empfehlen kann, sind Diäten. Also ich meine jetzt sowas wie so eine Brigitte-Diät, so Esspläne, die auf 2 Wochen ausgelegt sind. Da bekommt man meist viel zu wenig Nährstoffe. Und vergesst so Diäten, die nur 1200 Kilokalorien oder sowas pro Tag auf dem Speiseplan haben. Das ist viel zu wenig und solche Diäten sind einfach dafür gemacht, am Ende zu scheitern, weil man nach den 2 Wochen auf jeden Fall wieder zunehmen wird, weil man, also zumindest in den allermeisten Fällen, klar, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, nach den 2 Wochen möchte man die Sachen, die man sich verboten hat, nur viel, viel mehr. Und man lernt einfach nichts dazu durch diese Diäten. Ich glaube wirklich, um dauerhaft schlank zu sein und sich auch gut und gesund dabei zu fühlen, muss man eine Art neuen Lebensstil anfangen, wenn ihr so wollt. Also man muss wirklich jeden Tag dranbleiben und man kann nicht solche Diäten nur 2 Wochen lang machen und dann denken, die ganzen Probleme wären weg, weil man danach anfängt wieder ins alte Verhaltensmuster zu fallen oder man nimmt sogar noch mehr zu, Jojo-Effekt und ich glaube einfach nicht, dass das sinnvoll ist und ich denke, man darf sich wirklich nicht zu sehr einschränken und zu sehr anstrengen, weil man dadurch einfach unglücklich wird. Und Tipp Nummer 5 hat jetzt im ersten Moment nicht ganz so viel mit Essen zu tun, aber mein 5. Tipp, was Ernährung angeht, ist trotzdem, versucht irgendwie Sport zu machen. Das muss kein super Leistungssport sein oder so und zwingt euch auch wieder nicht dazu, joggen zu gehen, wenn ihr Joggen absolut hasst, sondern findet einfach etwas, was euch einigermaßen Spaß macht. Geht zum Badminton mit einer Freundin, Badminton spielen, also so hin und her, so ein kleines bisschen kann ja jeder. Oder meldet euch im Fitnessstudio für irgendeinen Kurs an, Zumba, wenn das euer Ding ist. Oder irgendwas, wobei ihr euch halt ein bisschen bewegt und was euch Spaß macht. Und ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich mit Sport wirklich aufgewachsen bin, dass das einfach ein Teil meines Lebens ist. Und dadurch, dass man wirklich Sport macht, kann man sich so viel mehr erlauben. Also versucht eure Ernährung und euer Gewicht nicht allzu sehr durch Essen zu kontrollieren. Also das ist zumindest das, was ich mache. Das ist mein Tipp. Vielleicht funktioniert das super für euch, aber klar, es funktioniert, dass man durch Ernährung alleine seinen Körper irgendwie zum Abnehmen bringen kann und so weiter, natürlich. Aber es funktioniert einfach viel besser, wenn man Sport dabei macht. Und man muss den Schweinehund überwinden, ich weiß, aber nach ein paar Wochen wird es wirklich einfacher und ihr werdet sehen, dass es euch gut tut und man wird schon fast so ein kleines bisschen süchtig nach dem Sport. Also es macht einfach wirklich Spaß und wenn man merkt, dass man dem Körper irgendwas Gutes tut, dann wird er sich auch dafür bedanken und ich glaube einfach, dass Sportmangel in unserer Gesellschaft ein riesengroßes Problem ist und wir sollten wenigstens ein bisschen was tun. Also wenn es von mir aus nur 1 Stunde spazieren gehen mit dem Hund oder sowas ist. Das ist immer noch besser als gar nichts, als ständig vor dem PC und Fernseher zu sitzen. Und ich sitze sehr viel vor dem PC, aber ich habe trotzdem bis heute immer noch halt diese Sportroutine, die ich mache. Und versprochen, ihr werdet automatisch ein besseres Verhältnis zum Essen bekommen und es wird einfacher werden mit der Zeit und ich wünsche euch einfach so sehr, falls ihr noch damit kämpft, zum Sport zu gehen oder nicht, dass es für euch klappt, weil es das Beste ist, was ihr euch antun könnt und was einfach super gut tut. Ich meine, man kann zwar dünn sein und keinen Sport machen, aber die Haut wird niemals so schön straff sein wie mit Sport. Also
ich meine, ein wirklich schöner Körper für mich zumindest ist ein athletischer Körper, ein gesunder Körper, der schön gestrafft ist und bei dem die Proportionen stimmen. Und da macht es auch, finde ich, nichts aus, wenn man ein bisschen mehr auf den Rippen hat oder ein bisschen weniger. Hauptsache, ihr fühlt euch einfach wohl in eurem Körper und ihr seid glücklich damit und versucht, Essen nicht als Feind anzusehen, sondern als etwas, was wirklich Freude bereiten kann und was nicht nur Energie liefert und uns am Leben erhält, sondern was einfach etwas Schönes ist, was man zusammen mit Freunden, mit der Familie machen kann und was uns von innen heraus gesund hält, weil ich wirklich ganz, ganz stark davon überzeugt bin, dass das, was wir in uns reintun, dass wir das eben auch sind. Ihr kennt ja den Spruch, du bist, was du isst. Und ich denke, wir haben echt jeden Tag die Chance, das zu verändern. Und nichts, keine Medikamente auf der Welt, keine Creme auf der Welt wird einen Apfel am Tag ersetzen oder euer Gemüse am Tag oder so. Und ich denke, man muss einfach dieses Bewusstsein für sich selbst irgendwie schaffen. Und man muss einfach mit einer Motivation herangehen und ich denke, daran scheitern auch viele Diäten, dass man einfach im Kopf nicht bereit ist, etwas wirklich zu verändern und einfach nur eine schnelle Lösung haben möchte. Und ich hasse es, auf etwas zu warten. Ich bin fürchterlich ungeduldig. Aber ich denke, wenn man wirklich seine Ernährung langsam umstellt und wenn man einfach versucht, ein gesundes Verhältnis zum Essen zu bekommen, dann ist das das Beste, was man machen kann. Und ich garantiere euch, dann werdet ihr auch erfolgreich sein. Okay, also das war meine Sicht der Dinge auf das Ganze. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir Feedback auf dieses Video geben könntet. Also schreibt mir sehr gerne, wie Ernährung bei euch aussieht und einfach, was euch gerade zu dem Thema einfällt. Soll ich überhaupt noch irgendwas zu dem Thema drehen oder interessiert euch das gar nicht? Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Bis dann!